zu viel Basketball. BBL läuft, NBA läuft, die internationalen Wettbewerbe laufen. Ja, bald startet auch die NCAA und heute am 3. November startet die G-League. Und damit hallo zu diesem kurzen Video-Update zu Basketball.de. Ja, die G-League ist vielleicht ganz interessant aus deutscher Sicht. Zwei Mitglieder der diesjährigen deutschen Nationalmannschaft sind da aktiv. Isaiah Hartenstein spielt für die Vipers, für das Farmteam der Houston Rockets und Martin Schiller ist fortan Head Coach der Salt Lake City Stars, dem Farmteam der Utah Jazz. Schiller war Assistant Coach deutschen Nationalmannschaft bei der diesjährigen EM, auch vor 2 Jahren. Und er ist jetzt eben, ganz überraschend vielleicht, Head Coach der G-League. Ist ja auch ein Weg, der nicht viele Leute einschlagen. Ja, und deswegen habe ich ihn mal mit ihm gesprochen. Wie es ihm dazu gekommen ist, dass er jetzt in der G-League coacht, seine ersten Eindrücke aus Utah, ja, wie es so die Verbindung ist, die Zusammenarbeit auch mit den Jazz, ansonsten auch so ein bisschen Nationalmannschaftsfenster. Er kann ja jetzt nicht mehr Assistant Coach sein, weil die G-League-Saison eben keine Pause macht. Ansonsten auch, was er von Isaiah Hartensteins Schritt in die G-League hält. Und vielleicht auch ganz interessant, wie nah eigentlich auch Head Coach-Posten in der BBL in der Offseason war. Ja, da könnt ihr aktuell ein längeres Interview mit Martin Schiller lesen. Ansonsten von mir gibt es dann noch bald auf basketball.de Interviews mit Isaac Bonga und Phil Scrub. Ich war am Donnerstag in Frankfurt und habe mit beiden gesprochen. In dieser Saison begleiten wir ja Isaac Bonga ein wenig genauer. Vor der Saison haben wir uns zum Podcast-Interview getroffen. Ja, auch wieder kommende Woche gibt es auch wieder einen Podcast mit ihm. Ja, da wollen wir auch ein bisschen so anknüpfen an der ersten Ausgabe, wo er so ein bisschen seine Ziele definiert hat oder auch über was er gearbeitet hat in der Offseason, an seinem Wurf, an der Kraft. Man sieht ja im Wurf eigentlich, sieht ja nicht ganz gut aus, sowohl an der Linie als auch von Downtown trifft er bisher ziemlich hochprozentig. Da habe ich mit ihm drüber gesprochen. Ja, ich habe ein paar Videoclips mitgebracht und dann so ein bisschen ein paar Beispiele zusammen angesehen. Aber auch, ja, er ist immer noch nicht volljährig, wird er erst am kommenden Mittwoch 18, also man sich immer noch vergegenwärtigen, dass ein so junger Typ 22 Minuten und mehr in der BBL abreißt. So ein bisschen was auch an seinem Geburtstag geplant ist. Ein Spitznamen in Frankfurt ist ja auch ganz interessant mit Bobo. Er trägt einen Spitznamen G in Frankfurt. Das und mehr habe ich mit Isaac gesprochen. Ja, aktuell Frankfurt. Simon Wisser hat ein Interview mit Sean Huff geführt, das könnt ihr auch aktuell schon lesen. Auch die Saison in Frankfurt natürlich, aber auch so ein bisschen über die EM. Sean Huff ist ja finnischer Nationalspieler, war bei der EM aktiv, dann auch im eigenen Land. Da spricht er über die Erfahrungen, über den Stellenwert des Basketballs in Finnland und natürlich auch über Lauri Markkinen. Ja, Frankfurt steht für Nachwuchs, Erfurt steht auch für Nachwuchs. Linus Müller hat sich mit dem Nachwuchskoordinator von den Oettinger Rockets getroffen, Florian Gut. Nicht nur mit dem, sondern auch mit Henning Harnisch. Ich glaube, den muss ich keinen mehr vorstellen im Basketball Deutschland. Der zeichnet auch für die Nachwuchsarbeit bei Alba Berlin verantwortlich. Und ja, Linus hat sich mit den beiden zusammengesetzt. Und das wichtigste Thema vielleicht, oder eines der wichtigsten Themen in Deutschland auf jeden Fall, mit ihm zu sprechen und zuzuhören, eben über die Nachwuchsarbeit im Basketball. Ansonsten, ja, wer für euch vielleicht gestern am Donnerstag in Erfurt war beim Spiel der Rockets gegen Braunschweig, wird es vielleicht gewundert haben. Nicht nur Cheeks, sondern auch in der BBL schon 4 Schiedsrichter. Nein, das war Mike Zeugner, denn er hat mal so ein Schiedsrichter-Trio begleitet an einem Spieltag und wird da eben dann in der nächsten Reportage veröffentlichen, wie das eben so aussieht für die Unparteiischen an einem BBL-Spieltag. Ich habe die NCAA angesprochen, die startet auch bald in die neue Saison und ja, zu diesem Sinne gibt es dann auch ein Longpiece von Christian Orban über die Georgetown-Legende John Thompson. Das könnt ihr dann in der nächsten Woche bei uns lesen. Aktuell vielleicht noch, Simon Linder und Jonathan Schmidt haben ein paar BBL-Manager-Tipps gegeben für unseren Easy Credit BBL-Manager. Falls ihr da vielleicht noch traden müsst und ein paar Schnäppchen sucht, da schaut mal rein. Ich muss auch noch traden, ich habe noch Wladimir Lucic in meinem Team, der hat sich ja verletzt und wird länger ausfallen. Dann brauche ich auch noch Ersatz, mal gucken, vielleicht auch sogar von Bayern-Spiele verpflichten. Ich muss da auch noch ein bisschen abwägen. Ja, Bayern ist ein gutes Stichwort. Am Sonntag das große Topspiel, die Münchner in Berlin. Ja, Erster gegen Zweiter. Ich glaube, mehr muss man nicht sagen, auch mit der Vergangenheit. Das dürfte ein sehr, sehr interessantes Spiel werden. Da auch, ja, denkt dran, vielleicht auch zu tippen bei unserem Bulli-Tippspiel. Die Quoten sind auch ganz interessant. Aktuell Berlin bei 2,0 und München bei 1,66. Ich würde momentan eigentlich schon auf die Berliner gehen. Sie sind momentan sehr, sehr stark, habe mich auch ein bisschen näher mit ihm beschäftigt. Genau, da vielleicht tippen.
Es ist eine Menge Basketball geboten. Am Samstag, wie gesagt, das Topspiel in der BBL. Und heute eben am Freitag startet die G-League-Saison. Vielleicht da ganz kurz. Ihr könnt es auch live gucken auf der Facebook-Seite der G-League. Die streamen da die Partien. Könnt euch einen ersten Eindruck verschaffen, was Martin Schiller macht, was S.A. Hartenstein macht und ihre G-Units. Da vielleicht schaut auch mal rein. Zu viel Basketball oder geht vielleicht sogar noch mehr? Das sind meine 2 Cents zum aktuellen Content und demnächst auf basketball.de. Euch ein schönes Wochenende.